Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren F1 Rewind. Heute mit F1 2005. Einem der von mir meistgespielten Formel 1 Spiele, bis ich mit YouTube angefangen habe. Danach ging es ja, was die Spielzeit angeht, komplett Riot, allein schon beruflich bedingt. Hier habe ich als Jugendlicher super viel Zeit versenkt, nachdem ich schon den Vorgänger auch hatte, also F1 2004. Davor gab es viele Jahre Pause, weil im Prinzip hat die Familie bestimmt, was man für Spieler hat, und die Brüder, die hatten halt die Konsole, weißt du, die PS2. Und dann habe ich irgendwann eine eigene PS2 gehabt mit Gran Turismo 4 und habe mir dann hin und wieder auch mal ein Spiel geholt. Die Geschwister haben irgendwann andere Interessen gehabt. Ja, da ging es um Autos und Co., also auch mal um richtige Autos. Ich kam perfekt ins PlayStation-Alter und bin nie rausgekommen. Und ich habe mir dann F1 2005 irgendwann zugelegt und fand es auch sehr, sehr, sehr geil. Und es gibt so viele Sachen, die hier auch sehr cool umgesetzt sind. Zum Beispiel, schauen wir uns mal die Teamauswahl an. Du siehst in der Garage halt einfach mal die verschiedenen Fahrzeuge. Da haben wir McLaren, da haben wir Williams. Übrigens zwei der schönsten Autos aller Zeiten, wie ich finde. Also mega geil. Dann haben wir noch Renault, auch legendär, BAR Honda, Ferrari mit dem Frontspoiler am Frontspoiler. Darüber hinaus Minardi, im letzten Jahr, bevor sie dann zu Toro Rosso wurden. Jordan, bevor sie Midland, Spyker, Force India und ultimativ Racing Point und Aston Martin wurden, so rum. So, und jetzt haben wir noch Toyota hier, auch ein paar Jahre unterwegs gewesen. Red Bull, damals mit einem im Vergleich zu heute sehr langweiligen Design. Dann haben wir Sauber da, mit Jacques Villeneuve sogar. Vielen Dank für die Leute, die da kommentiert haben und mich aufgeklärt haben darüber, warum der denn im Spiel nicht mit involviert war, vom Namen her. Und ich nehme McLaren, weil dieser McLaren Mercedes ist für mich das schönste Formel 1 Auto aller Zeiten. Bis dahin hatte Raikkonen zwei Siege. Ich habe Raikkonen noch ganz fest die Daumen gedrückt. Hat leider nicht ganz so gut funktioniert. Das Auto war leider sehr unzuverlässig. Typisches McLaren-Problem. Fragt mal 2015 bis 2017, wie das da so lief. So, und Juan Pablo Montoya, bis auf den Haaransatz, ist er mir wie aus dem Gesicht geschnitten. Also, eineiige Zwillinge fast schon. So, nehmen wir mal Kimi Räikkönen rein da. Und wir müssen uns natürlich nochmal die Strecken anschauen. Und wenn man hier draufklickt, dann gibt es nochmal einen kleinen Exkurs Geografie. Zum Beispiel sieht man, da ist der Nürburgring. Da ist San Marino, da müsste jetzt, genau, Hockenheim sein. Die sind aber schon relativ weit auseinander. Wenn ich mir das so anschaue, wobei Budapest ist auch nicht so weit weg hier dann anscheinend. Krass. Hätte ich noch ein bisschen weiter weg erwartet. Ja, dann Türkei, da geht es halt ganz weit weg. Und wenn man mal zum Beispiel wissen wollte, wie weit auseinander sind Indianapolis und Montreal, dann sieht man das hier nämlich super, super dicht beisammen tatsächlich. Also, sehr, sehr coole Geschichte, und es gibt viele coole Rennstrecken hier. Also, ich guck mal ganz kurz durch. Wir haben Malaysia natürlich drin, wir haben Imola, jetzt mittlerweile wieder drin, immer wieder. Nürburgring, auch mega geil. Indianapolis, bestes Rennen 2005 mit 6 Fahrzeugen. Wir haben Manikur drin, wir haben den alten Silverstone-Kurs drin, Hockenheim ist dabei, Istanbul ist dabei, Spa mit der alten Bus-Stop-Schikane, auch cool. Ich nehme natürlich erstmal den Nürburgring. So, und eine Sache war bei der 2005er-Saison super smart. Es gab die Regel, die beste Regel der gesamten Formel-1-Geschichte: Du durftest keine Reifen wechseln, außer aus Sicherheitsgründen. Durftest du nicht. So, Rennoption. Wir sind bei 10%. KI-Schwierigkeit stelle ich mal auf Mittel. Treibstoff und Abnutzung machen wir mal auf Skaliert. Und dann gucken wir mal, wie das so läuft. Regeln habe ich mal ausgestellt. Ach, eine Sache übrigens. Ich hatte auch den Vorgänger, F1 2004. Da habe ich eine Sache dann nie so richtig gepeilt. Das war mir zu schwer. Ich wollte den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Ich habe einen entscheidenden Schritt immer versemmelt. Ich habe einen Menüpunkt geändert, zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad, und bin zurückgegangen. Aus heutiger Sicht würde man sagen, ja, mach doch mal bestätigen, Minion. Habe ich damals nicht gereiht. Ich war halt 10 Jahre alt oder so, ja. Was willst du denn einem 10-Jährigen erklären? Eine Sache noch, die kann ich euch erklären. Es gibt zum Beispiel zu 2001 oder 2002 mehrere Spiele. Jahrelang haben EA-Spiele mit den Studio Liverpool-Spielen, die Sony-exklusiv erschienen sind, konkurriert. Und ich habe zum Beispiel auch F1 2001. Das Problem ist, Formel 1 2001 von Studio Liverpool lief halt nicht auf der PS3. Da kam ein Blackscreen, wenn ich im Rennen gestartet habe. Das lief. Und ich wollte mal zwischeneinander die Jahre vergleichen. Also mal zwei Spiele aus dem Jahr 2001 oder so vergleichen. Das Problem ist,
ab 2002 sind die EA-Spiele, was die PS3-Emulation der PS2-Spiele angeht, nicht ganz so rund gewesen. Dementsprechend müssen wir mal schauen, dass wir das Ganze über einen Emulator oder sonst wie machen, aber ich denke, wir werden häufiger mal so Rewind-Videos machen. Auch mal irgendwann mitten während so ein Formel-1-Spiel läuft. Einfach mal zur Auffrischung. So, let's go! Viele Eindrücke, die jetzt da sind, ja. Rechts oben Reifen, Schadenanzeige, Benzinanzeige. Rechts unten fand ich das Tacho immer mega geil. Vor allem die rote Nadel, die anzeigt, wo du zuletzt geschaltet hast. Ui, Memo. Wo du geschaltet hast und die dann immer so mit hochläuft, wenn die halt einmal runtergekracht ist. Das fand ich immer super geil. Minimap super hässlich. Abstandsanzeige finde ich extrem cool aufgebaut, ja. Leider keine stetige Abstandsanzeige, also keine, die da ständig da ist. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool vom Stil her, weil die ploppt auf und dann rattert die Uhr hoch zu dem Fahrer, der hinter dir ist, wie viel Abstand er hat. Finde ich mega geil gelöst. So, ansonsten gibt es noch ein, zwei Optionen und die schalten wir mal, denke ich mal, gleich ein. Ansonsten, ich habe jetzt 10% genommen, damit wir auch mal einen Boxenstopp haben. Weil es gab interaktive Boxenstopps. Du musst aktiv was machen. Achso, und eine Sache, die ich mit meiner Map verdecke gerade, mit meiner Cam meine ich, ist Boxenstopp-Anfrage und Traktionskontrolle, wann die greift. Da gibt es auch rechts hier Anzeigen für. Ich glaube, ich habe den Schaden auch ausgestellt. Bin mir aber nicht sicher. Ist auch manchmal auch komische Pop-ups hier. Sehr seltsam. Achso, ansonsten Renningenieur. Es wird noch zwei weitere Facetten dessen geben. So, Außenperspektive. Haben wir natürlich auch. Bin ich früher, glaube ich, am Anfang mitgefahren. Eine was erfordern? Nehmen wir mal die Kurvenanzeige oben gestattet, damit ich ein bisschen besser abschätzen kann, wann ich bremsen muss. Werfen wir einen Blick auf die ersten 8 Positionen. Alonso führt. Juan Pablo Montoya ist ihm direkt auf den Fersen. Dritter ist Michael Schumacher. Vierter ist Barrichello. Fisichella ist Fünfter. Raikkonen, Sechster. Siebter ist Button. Takuma Sato verfolgt seinen Teamkollegen und ist Achter. Du bist in der letzten Runde ein wenig zurückgefallen. Er war eine Zehntelsekunde schneller. Von unserer Kommentatorenkabine aus können wir sehen, dass sich die Ferrari-Mechaniker bereit machen. Es sieht so aus, als ob sie diese Runde einen ihrer Fahrer hereinholen. Das Ding ist, keine Kritik an Codemasters. Keine Kritik an Codemasters, mich würde es. Ich bin schon an Barrichello vorbei. Oha, geil. Und in der McLaren-Box können wir gerade jede Menge Aktivitäten beobachten. Okay, wie gesagt, keine Kritik an Codemasters. Ich finde die Boxengasse. Somit ist er der Erste des Führungsfeldes, der hereinkommt, was die Gerüchte bestätigt, dass er beim Start wahrscheinlich wenig Sprit an Bord hatte. Es ist so geil, Nachtakt vor allem erlaubt. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Spitze. Alonso führt. Raikkonen liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Barrichello, Dritter. Fisichella, Vierter. Button ist Fünfter. Gefolgt auf Platz 6 von seinem Teamkollegen Takuma Sato. Mark Webber ist Siebter und an 8. Position liegt David Coulthard. Also ich muss sagen, Gott sei Dank war still, ey! Ich muss tatsächlich sagen, Alonso, der Schnellste in Sektor 1 ist. Ein alter Bekannter ist der Schnellste in Sektor 1, Kimi Räikkönen. In unserer Kommentatorenkabine aus können wir sehen, dass sich die Ferrari-Mechaniker bereit machen. Oh, Rubens Barrichello kommt diese Runde an die Box. Es sieht so aus, als ob sich die BR-Mechaniker auf einen Stopp vorbereiten. Ja, ich hab's verstanden. Die Mechaniker sind draußen in der Renault-Box. Ich muss ja sagen, Kommentatoren-Feature finde ich cool.
Aber wie gesagt, keine Kritik an Codemasters. Mich würde es heutzutage verrückt machen, wenn die ganze Zeit gequatscht wird. Könnt ihr mal ruhig sein, alle. Danke. Die quatscht alle rein. So, Boxenstopp, let's go. Oh Gott, Minigame. So. Auch das etwas, fände ich aus heutiger Sicht halt ein bisschen komisch. Oh no! Ja, Rip-Emulation. Naja, ey Leute, ich hoffe trotzdem, es war ein cooler Eindruck für euch für F1 2005. Mann! Ja, ein Emulator muss halt her, ne? Also PS3 schön und gut, aber manches funktioniert da halt leider nicht perfekt. Ihr seht's. Ey, trotzdem, ich hoffe, es hat euch bestens gefallen. Ey, die Kommentatoren quatschen halt die ganze Zeit. An für sich cool. Auch super verfeinert für so Casual Gaming, sehr geil. Aber wenn du konzentriert bist und fokussiert fahren möchtest, echt grausig. Und dementsprechend cooles Game. Ein Feature konnte ich euch nicht zeigen, es ist nämlich, dass die Kamera, wenn du schneller fährst, kannst du einschalten, dass da zum einen Blur kommt, also dass das halt so ein Tunnelblick-Effekt ist. Und du kannst einstellen, dass das Field of View größer wird, wodurch es alles noch schneller wirkt. Ja, zwei Features, die eigentlich sehr unnötig sind, wie ich finde, wenn man wieder auf Competition aus ist. Also insofern für Codemasters muss das nicht sein, aber fand ich damals halt sehr schön. Hey, wie dem auch sei, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch bestens gefallen. Wenn ihr so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben, da gerne ein Abo raushauen, beim nächsten Mal wieder dabei sein. Sorry für das abrupte Ende, aber beim nächsten Mal teste ich vielleicht mal mit der Emu. Die Spiele habe ich ja eh hier und ja, schauen, wie es läuft. Ciao!